Aber ich will zwei Sachen vorstellen, die uns als Kommunado, ich sage gleich, wer wir sind, wer ich bin, warum, echt unter Nägeln brennen, weil wir da ganz überzeugt davon sind. Und es sind zwei Plugins, für eins für Jira und eins für Confluence und für Jira, die beide auch im Marketplace sind. Das hier, das ist kostenlos und das nicht, aber das kann auch mehr und das zeige ich gleich nochmal kurz, einen Einblick. Und ich fand es einfach total toll, dass wir die Erfahrung, wir haben das aus unserem eigenen Bedürfnis heraus entwickelt, dass ich das mal weitergeben kann. Vielleicht hat jemand anders auch so ein Bedürfnis. Also. Genau. Wer sind wir? Kommunado, ich komme aus Dresden, ein bisschen weiter vielleicht als die meisten heute, ist aber nicht so schlimm, man kommt gut her. Wir machen ganz, ganz viel. Unter anderem machen wir Atlassian-Beratung und auch Entwicklung. Und da... Das machen wir schon eine ganze Weile, deswegen sind wir unter anderem Atlassian Platinum Expert, Enterprise Expert und wir machen jedes Jahr, das ist das Logo vom vergangenen Jahr, einen Community Day, wo wir unsere Kunden zusammenbringen zum Austausch, so ähnlich wie heute, ein bisschen größerer Rahmen, geht einen ganzen Tag, Fachvorträge von unseren Kunden, von anderen, mit denen wir gut zusammenarbeiten, Sven war letztes Jahr auch mit dabei, hat eine schöne Keynote gemacht. Das sind wir als Kommunado und wir sind in Dresden und das sind einige unserer Kunden, die, weiß nicht, ob der Oliver die Präsentation vielleicht dann online stellen will, da kann man das auch nochmal genau nachgucken, wenn ihr, will ich euch nicht belasten damit. Jetzt, wir sitzen in Dresden und in Stuttgart, das ist vielleicht noch das Interessante. Ich habe die Reihenfolge jetzt gerade gedreht, auf der Übersichtsfolie stand noch Qt, erst Remind Me und dann Qt. Ganz kurz, was ist Qt? Andere Frage, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir haben das vorhin schon gesehen von euch, ihr habt für Confluence 7 gebaut, was vielleicht mehr oder weniger komplex ist, weiß nicht, so genau kann ich das nicht einschätzen. Wer hat schon mal für Confluence 7 gebaut oder irgendeine Designanpassung? Okay, schon mal jemand für Jira probiert? Ja? Nein? Ganz klein bisschen, okay, alles cool. Es gibt ja auch für Confluence schon fertige Themes zu kaufen. Wenn man sagt, das installiere ich, das Refined-Wiki ist ganz bekannt und es gibt noch eine Handvoll andere. Den kann man fertig kaufen und ein bisschen anpassen, dann kommt man eigentlich ziemlich weit. Wir haben auch Themes entwickelt für unsere Kunden, auch für uns selber und irgendwann haben wir gesagt, das ist echt schwierig. Jedes Mal, wenn ich ein Theme entwickle, ändere ich Dateien auf dem Server, die dann angezeigt werden, wenn der User da draufklickt und wenn ich ein Update habe, was dank Atlassian ja zweimal im Jahr oder sowas passiert, dann freuen wir uns über die neuen Features und dann ärgern wir uns, jetzt müssen wir das ganze Theme nochmal neu anpassen. Das ist ja, gerade wenn es ein bisschen komplexer wird, sind die Aufwände größer. Und dann haben wir gesagt, vielleicht können wir das ja auslagern. Also haben wir ein Framework entwickelt und das ist eigentlich dieses Qt. Das heißt, steht für Kommunado Universal Theme Extension. Da steht schon der Ansatz mit drin, Theme. Wo wir einen Teil dieser optischen Änderung nicht einfach die Standard, was Confluence oder auch Jira mitbringt, überschreiben, sondern das mitnutzen und daneben setzen. Sodass wir einfach nur dieses Theme im Idealfall rausnehmen müssen zum Upgrade, upgraden und wieder reinsetzen müssen und ein bisschen, was muss man meistens anpassen, um neue Funktionen hübsch mit reinzubauen. Ohne, dass man irgendwie ein Plugin entwickeln können muss für Atlassian, dass man eine Ahnung haben muss von wie baue ich eine Jar-Datei, wie kommt die vielleicht in meinen Universal Plugin Manager, in meinem Confluence oder so. Wenn man das alles nicht weiß, dann muss man da alles erstmal anfangen, wenn man ein Theme bauen will. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das mit Qt und können dann direkt in Confluence das stylen. Ich zeige auch gleich mal, wie das aussehen kann. Es besteht aus drei oder vier Bestandteilen. Das erste sind Templates für bestimmte Sachen, die ich machen kann, kann Jira und Confluence APIs ansprechen, HTML-Inhalt einbauen, alles Mögliche. Das ist halt dann versteckt auf der jeweiligen Seite, wird es geladen. Das zweite sind JavaScript-Sachen. Muss man natürlich wissen, was man macht. Das ist potenziell auch gefährlich, deswegen kann das nur der Administrator. Und man sollte ein Testsystem haben, aber das sind bestimmt alle. Damit kann ich, ganz spannend, das ist das gefällt mir am besten daran, ich kann Funktionen aus Jira oder aus Confluence dann irgendwo anders einbauen. Ich habe zwei schöne Beispiele, die das sehr eindrücklich zeigen, was das konkret sein kann. Und ich kann natürlich per CSS alles Mögliche stylen und
Grafiken einbinden und überall verwenden. Das ist der Klassiker. Das ist so die eigentlichen Theming-Bestandteile hier unten wahrscheinlich. Und ich möchte euch das mal live zeigen. Wo ist mein... Jetzt bin ich rausgefallen. Das ist auch das falsche Confluence. Das ist das richtige Confluence. Das ist ein lokales System bei mir. Das ist zum Beispiel per Qt gemacht. Wir haben hier oben ein paar Grafiken, dann haben wir ein Logo. Logo, das kann man selber noch machen. Und es sieht jetzt hübsch aus. Und wenn ich hier runter scrolle, habe ich auch ein Footer, meine Entwicklerlizenz, die ich da selber verwenden darf. Soweit alles nur Design, alles cool. Kann ich mit zwei Klicks aktivieren und deaktivieren, zeige ich auch gleich nochmal kurz. Und ich habe zum Beispiel dieses Ding hier oben. Ja, also Confluence kann man Seiten oder auch Bereiche als Favoriten markieren, die man öfter besucht, die man gerne hat. Und bevor ich über Durchsuchen und mein Profil vielleicht dahin gekommen bin, wo ich das am besten finde, haben wir das per Qt und JavaScript hauptsächlich hier oben reingesteckt. Das heißt, ich habe auf jeder Seite dieses Sternchen und meine favorisierten Seiten und Bereiche. Ich kann da mit einem Klick ganz schnell auf, das ist jetzt ein übersichtlicher Inhalt hier drin, auf meinen zweiten Lieblingsbereich gehen und dann ist meine Session abgelaufen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Das ist jetzt dieser Bereich, der hat jetzt ein eigenes Design, da hat es hier das Documentation Theme hinterlegt, das Confluence 4.3, das kennt ihr ja sicherlich. Und da bin ich, da habe ich auch hier dieses Ding natürlich und komme wieder zu allen anderen Favoriten. Ganz einfaches Beispiel, gehört überhaupt nicht viel dazu, was man neben Designs noch so machen kann damit. Und das ist das, was ich eigentlich spannend finde an Qt. Dass man halt solche Sachen einbauen kann. Wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch ist Confluence-Administrator oder administriert hin und wieder ein Confluence-System? Oder auch Jira? Einige. Gut, ich auch. Manchmal kommt man nicht umhin, das einfach auf Englisch mal umzuschalten. Also mir geht es immer so, immer wenn ich was in der Doku nachlese, muss ich danach mein System auf Englisch umschalten, damit ich den Eintrag auch wirklich wiederfinde. Passiert, ich muss nachschauen. Da haben wir ähnlich wie diesen Stern so einen Language-Switcher gemacht. Dass man ganz schnell, ohne auf sein Profil gehen muss, editieren, Sprachumstellung speichern, das einfach hin und her switchen kann. Total cool. Macht genau das, alles nur per JavaScript. Wir haben vorhin schon mal, der Sven hat schon ganz kurz was zu Confluence 5 seit letzter Woche gesagt. Letzte Woche? Letzte Woche. Hat das jemand von euch schon mal gesehen, in der Hand gehabt irgendwo? Ja, nein, okay. Wir nutzen es auch noch nicht produktiv, ganz so schnell sind wir nicht. Aber ich finde das Design ziemlich cool. Aber ich habe mich gefragt, wo ist denn jetzt plötzlich mein Page-Studio hin an der Seite. Irgendwas ist hier. Wo ist denn jetzt an meiner Seite mein Page-Tree hin? Oh, hier ist er da. Okay. In dem Confluence-Standard-Design, was echt übersichtlich ist, und diese ganzen Links, Space-Tools und Configure-Sidebar, ich finde es echt spitze, das hat man viel mehr Möglichkeiten. Aber wir haben von Kunden gehört, denen wir das gezeigt haben, die haben gesagt, ich hätte aber gern genau diese Navigation, die ich dort sehe. Ne? Die gibt es nicht. Ich sehe zwar die Oberseiten jeweils, die ja als Links eingepflegt sind, aber keine Unterseiten. Also diese Hierarchie, die ist ein bisschen aus dieser Übersicht zumindest weggerutscht. Und dann hat sich mein Kollege hingesetzt und klick, mit Qt genau diesen Page-Tree da eingebaut, um halt wirklich auf jeder Seite wiederzufinden, wo ist er, zeigt auch übergeordnete, nicht nur untergeordnete Seiten an. Und wenn ich hier auf der Startseite von dem Bereich bin, kann ich das dann halt auch auf und zu klappen und sehe die ganzen Sachen. Finde ich persönlich total spitze. Und da das in Jira gleich aussieht, wie die Administration von dem Plugin, zeige ich euch erstmal ein kleines Beispiel aus Jira. Mit Qt gemacht. Okay, das ist jetzt eine Grafik. Ne? Dann haben wir hier einen Hintergrundtext. Was haben wir ja noch? Hier oben blinkt was. Okay. Beschreibungstext. Wir nutzen unser Jira, um mit unseren Kunden zu kommunizieren. Von daher ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht unser Corporate Design, aber sowas in der Art ist uns wichtig, da an der Stelle. Und wenn ich angemeldet bin, habe ich hier unten wie so eine Art Sitemap. Habe ich alle Projekte, die es gibt, mein kleines persönliches System, da ist nicht so viel drauf, und alle Vorgänge, wo ich Watcher bin, also die ich beobachte, bewusst oder per Auto-Watch. Denn das sind doch die Vorgänge, wo ich ganz oft irgendwie mit zu tun habe. Ne?
Das sind zwei Sachen, die sind unabhängig voneinander mit Qt gemacht. Und dieses Theme, mein erster Gedanke war, das ist ja total unübersichtlich, da muss ich ja dauernd scrollen. Wie sieht das vielleicht auf einem Greenhopper-Board aus? Das wird dann kleiner. Das ist sogar die Usability ein bisschen mitgegangen. Also ist dann nur noch da oben dieser Banner, dieses Banner. Ich finde es spannend und deswegen will ich euch noch ganz kurz zeigen. In der Administration. So, gibt es unter System und Benutzeroberfläche, kann ich das anpassen. Da kann ich diese Extensions pflegen. Und ich habe jetzt hier auf Jira-Seite, Confluence sieht ähnlich aus, sind nur andere Extensions, einzelne Elemente drinstehen, die aktiviert oder deaktiviert sind, die halt meine Anpassungen machen. Das hier ist zum Beispiel dieses Theme für Jira. Das hier ist dieser Footer unten mit den Projekten. Und das ist dieses kleine Ding hier oben, was da geblinkt hat. Das blinkt jetzt nicht mehr an der Administration. Genau, hier kann ich auf Bearbeiten gehen oder ich kann es auch exportieren, kann ich ganz schnell mitnehmen auf ein anderes System und habe hier einen Editor, um diese Templates, die Stylesheets und auch das JavaScript einfach alles anzupassen, direkt hier drin, kann Grafiken hochladen. Ich persönlich bin kein Entwickler, ich kann euch jetzt leider nichts mehr dazu erzählen, was da drin steht, aber man kann ja zum Beispiel mit STRG S speichern, die Änderung im Editor, da geht mir als Nicht-Entwickler ja schon mal das Herz auf wieder. Wenn ich das clever mache, dann kann ich das gleiche Theme, für ein bisschen darauf achten, wie ich es mache, für Jira und für Confluence verwenden. Das heißt, die Datei, die ich hier über den Export beispielsweise mache, dieses Element, das kann ich in beiden Systemen ein- und ausspielen und dann sieht das genauso aus oder fast genauso, je nachdem, wie viel Mühe ich mir da gebe. Gerade für Jira gab es das sowas ja eigentlich noch nicht. Ne? Und das ist so das, was unser Ansatz war, bevor der Sven vor uns gesagt hat, dass für das neue Jira, für nicht-technische Nutzer, die vielleicht sagen, ich brauche nur drei Felder und das muss hübsch aussehen und dann habe ich runde Ecken, das haben wir hier leider alles noch nicht drin. Das war unser Ansatz, um das unseren Nutzern ein bisschen näher zu bringen, zu sagen, okay, das sieht nicht mehr ganz so technisch aus, es ist ein bisschen hübsch, wir haben das Menü ein bisschen aufgehübscht da oben, zumindest in der Nutzerseite, in der Administration nicht. Haben wir diese Icons ringsherum gehabt und funktioniert auch im Greenhopper. Und haben unten diese Sitemap, um so ein bisschen Funktionen dazu zu bringen. Und das hat schon unglaublich viel geholfen, denn wir haben ganz viel nicht technische Sachen in unserem Jira. Also Marketing, unsere Marketingkampagnen verfolgen wir in Jira. Unser Projektlebenszyklus wird da abgewickelt. Da sitzen natürlich, ist nicht böse gemeint, aber Sachbearbeiter dran, die einen anderen Hintergrund haben einfach als wir vielleicht. Hat uns sehr geholfen und aus diesem Grund wollte ich das mal kurz zeigen. Das Zweite, was ich zeigen will, wer arbeitet mit dem Fälligkeitsdatum in Jira-Issues? Und wer hat sich einen Filter abonniert, der eine E-Mail verschickt, sobald das Fälligkeitsdatum fast erreicht ist? Na, das sind nicht mehr alle davon, aber okay. Mein erster Gedanke, als ich das mal gesehen habe, das Fälligkeitsdatum kann ich eintragen, schön. Und was passiert dann? So. Dann bin ich durch das Atlassian-Forum gewandert, durch Answers und habe gesagt, okay, gibt es da irgendwie eine Reminder-E-Mail, was sowas macht? Die Antwort ist, mach einen Filter und abonniere den. Und es funktioniert, habe ich auch gemacht, aber das kann ich meinen Kollegen in der Buchhaltung halt nicht mehr erklären. Ne? Da muss ich vielleicht noch einen JQL-Kniff erklären, um zu sagen, dass der Abstand größer oder gleich 3 Tage ist zum Fälligkeitsdatum, um auch fast abgelaufene Vorgänge schon mitzusehen und da steigen die aus, ist vorbei. Und da haben wir gesagt, das machen wir uns einfacher. Wir machen ein kleines UI für genau diese Aktion. Das Fälligkeitsdatum zu überwachen per Filter mit Abonnement. Und das ist dieses Remind Me Plugin, das ist der zweite Teil. Das verbirgt sich hier oben, das ist das, was hier blinkt. Das blinkt nur bei mir, weil ich es per Qt blinken gemacht habe. Ja. Hat jeder Nutzer für sich eine kleine Schaltfläche, klickt da drauf, kommt ein Overlay und das war es auch schon. Und dann kann ich sagen, möchte ich für mich als Nutzer, der ich hier oben angemeldet bin, diese Funktion haben? Ja, nein, das ist der Haken. Und dann werde ich, wenn ich Ja klicke, dann werde ich erinnert an alle Vorgänge mit Fälligkeitsdatum, wo ich Auto oder Bearbeiter bin. Also nicht alle, wo ich mal irgendwas gemacht habe, das haben wir bewusst eng gehalten. Und wie viele Tage eher? Denn an dem Tag des Fälligkeitsdatums reicht mir vielleicht nicht immer so ein kleiner globaler Offset sozusagen.
Und das kann jeder Nutzer für sich selber individuell einstellen. Das heißt, ich habe 5 Tage drinstehen, du hast vielleicht 3 dann drinstehen und jemand anders nutzt das gar nicht. Wenn ich auf Senden klicke, ich habe jetzt nichts geändert, dann kann ich, finde ich, genau das, was es macht. Es nutzt nämlich wirklich nur Jira Bordmittel und erstellt mir hier einen Communardo Remind Me Filter mit einem Abonnement und der sieht genau so aus. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Das macht genau das, was ich als Nutzer, der tief genug drinsteckt, auch machen kann. Aber für 40% meiner Kollegen, die Jira nutzen, aber keine Entwickler sind, ist das, glaube ich, eine unglaubliche Erleichterung. Und das zielt so ein bisschen in das, was Sven vorhin schon gesagt hat, dass für den Nutzerkreis erweitern. Ne? Also für Entwickler ist das alles cool, die kriegen das auch so hin. Die haben mich auch gefragt, ja, warum brauche ich das denn? Klar brauchen die das nicht. Ich habe es auch nicht unbedingt für mich gebraucht, dann, als ich wusste, wie es ging. Genau. Qt ist im Marketplace, da unten, über diesen Link. Den braucht ihr euch nicht abschreiben, das können wir dann auch hochladen auf die Seite. Werdet ihr direkt zum Marketplace geführt. Hier ist dieser Sprachumschalter beispielsweise mal als Beispiel. Das kostet ein bisschen Geld, aber auch gar nicht viel. Das kostet deswegen nicht viel, weil es ist noch kein Theme drin. Ne? Es ist erstmal nur das Framework, um das schnell zu machen. Und wir haben einige Beispiele bei uns, die man schnell mal reinhängen kann und auch funktionieren, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber das auf mich persönlich zugeschnittene Theme ist da noch nicht drin. Aber ich habe dann die Möglichkeit, das ohne Plugin-Entwicklungskenntnisse machen zu können. Und das Gleiche gibt es für Remind Me. Es ist auch im Marketplace. Es ist ein Codegeist. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist ein Sven, was ist Codegeist? Naja, es ist so ein Wettbewerb, wer das coolste, beste, sinnvollste Plugin macht. Genau. Ich weiß nicht. Gibt einige Preise jedenfalls. Ne? Und wir haben gesagt, wir finden das toll, das passt zeitlich. Wir stecken das auch in Codegeist mit rein. Vielleicht gewinnen wir ja sogar was. Wer weiß, vielleicht auch nicht. Da haben wir jetzt nicht mehr so einen großen Einfluss drauf. Wir fanden es jedenfalls nützlich genug, um das zu machen. Ist auch im Marketplace, ist kostenfrei, kann man sich runterladen, installieren, läuft sofort, ist für alle Nutzer aktiviert. Es gibt genau eine Option in der Administration, also man kann nichts falsch machen. Ne? Und ist alles gut dokumentiert an dieser Stelle, das kann man jetzt hier nicht so richtig lesen, unter support.communardo.de, da haben wir alle unsere Dokus liegen. Da kann man, das ist ein Confluence, da kann jeder raufschauen und da kann man auch Fragen stellen. So, hier sind meine Kontaktdaten, falls hier auch noch jemand haben will. Fragen irgendwie, die man sagt, das passt genau auf das, was ich brauchte, oder wer braucht denn sowas? Das ist eine Frage, was für Erfahrungen habt ihr bisher mit Updates gemacht? Für das Qt? Ja, also bei Jira Confluence würde ich jetzt genau sagen. Was geht dabei? Also, jetzt sag nicht gar nichts. Nee, na, das kommt so ein bisschen darauf an, was du mit deinem Theme machst. Es hat zumindest das Potenzial für gar nichts. Was ist euch passiert? Also, das gibt es seit Mitte letzten Jahres. So viele Updates gab es da nicht. Eins war jetzt leider, also leider für uns, Confluence 5, das sieht ganz anders aus. Da müssen wir verhältnismäßig viel umdrehen. Aber da muss auch jedes andere Theme komplett neu umgearbeitet werden. Das kann man schwer vergleichen, glaube ich. Für Confluence 4.2, da hat man es, glaube ich, oder das erste Mal draußen auf 4.3, das sieht sich arg in Grenzen. Also ich bin, wie gesagt, ich bin kein Entwickler, ich kenne auch den Quellcode nicht und ich kann auch diese Extensions da nicht so richtig hübsch machen. Ich kann die Bilder tauschen, aber das war's. Was ich aber so gehört habe von meinen Kollegen und wir haben das bei einigen Kunden, die wollten eigentlich ein Theme kaufen, aber dann haben wir den unter der Hand das Plugin verkauft und die Entwicklung der Extension drauf und das war für die billiger als das ganze Theme. Und uns hat es geholfen, weil wir es kennen. Und die haben Updates gemacht und das war sehr überschaubar vom Aufwand. Aber es ist natürlich abhängig davon, was du alles änderst.